Bahnhöfe sind das Tor zu einem Ort und natürlich auch zur Bahn. Reisende wollen hier gut ankommen und abfahren. Doch das könnte sich demnächst ändern, wenn kein Zug mehr hält in vielen kleinen Bahnhöfen. Das Land Brandenburg hat eine Liste der möglichen Kann-Weg-Kandidaten bereits aufgestellt. Dies soll vor allem eine Warnung sein für Orte, die sich um ihr Bahnhofsumfeld und die Fahrgäste nicht genug kümmern. Es kommt ein Zug. Und außer dem Zugbegleiter steigt keiner ein oder aus. Das passiert oft am Haltepunkt Kolkwitz, direkt vor den Toren von Cottbus. Doch für jeden Zughalt muss das Land an die Bahn zahlen. Im Jahr summieren sich die Kosten allein an diesem kleinen Bahnhof auf rund 60.000 Euro. Und das für nur wenige Fahrgäste. So wie hier kann es nicht weitergehen, meint nun das Land und stellt darum 73 wenig genutzte Bahnhöfe auf eine Beobachtungsliste. Schließung der Stationen nicht ausgeschlossen. Das wiederum lässt viele Kolkwitzer wie Gemeindevertreter Gerb Stark nicht ruhen. Er sammelt Unterschriften für den Bahnhofserhalt. Rund 500 Einwohner haben in knapp 2 Wochen schon unterschrieben. Keiner will auf die preiswerte Bahn verzichten. Im Endeffekt müsste man, wenn es geht, mit einem Auto fahren. Würde erstens länger dauern und zweitens würde es auch mehr kosten. Doch die Kolkwitzer Probleme sind teils hausgemacht. Vom Bahnhof aus ist es sehr weit, um mit Koffern zur Bushaltestelle zu kommen. Ordentliche Parkplätze gibt es nicht, auch keine Haltebucht für Taxi oder Privatauto. Dafür verantwortlich der Ort selbst. Doch viele Gemeindevertreter haben das Problem ganz offensichtlich jahrelang verschlafen. Die Frage ist, ob wir genug Geld haben. Dadurch, dass wir schon sehr viel Geld in die sicherungstechnischen Anlagen der Bahnübergänge gesteckt haben, fehlt es jetzt sicherlich erstmal an den Bahnhöfen, am Umfeld. Irgendwoher müssten wir das Geld natürlich nehmen, aber es würde schwerfallen. Aber im Interesse der Bürger würden wir das sicher als Gemeinde und Gemeindevertreter hinkriegen. Dass ein Bahnhof eine Serviceburg sein kann, das zeigt sich in Lübbenau. Spreewaldshop, Fahrkarten, Gurken, Meerrettich und Ausflugstipps. Dazu eine von Designern gestaltete Pension in der oberen Bahnhofsetage. Ergebnis: Jahr für Jahr gibt's hier mehr Fahrgäste. Die Stadt erfüllte sich ihren Traum vom schönen Bahnhof übrigens selbst und kaufte das einst marode Gebäude. Uns war es sehr wichtig, dass wir dieses Bahnhofsgelände hochqualitativ entwickeln und denken, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen und nicht auf die Bahn zu warten. In Kolkwitz jedoch und rund 70 anderen Orten im Land müssen sich die Bürgermeister bald etwas einfallen lassen, damit der Zug demnächst nicht nur durchrast. Vom Fahrgastverband Pro Bahn ist Karl-Peter Naumann jetzt hier, hat genau zugehört. Herr Naumann, aber ehrlich, können denn Kommunen, können Gemeinden dafür sorgen, dass der Ort mobil bleibt, dass der Bahnhof erhalten wird? Die können eine ganze Menge dafür tun. Sie haben das Beispiel Lübbenau gesehen. Da tut man was für die Touristen. Kurin hat das genauso gemacht. Und es gibt andere Beispiele, wo man zwar keine touristischen Ziele hat, aber wo man den Bahnhof einfach attraktiv gemacht hat durch Einkaufsmöglichkeiten, durch ein kleines nettes Restaurant, sodass die Menschen dann gerne in den Bahnhof kommen. Ich erinnere mich an einen Bahnhof in Bayern, wo mittags die Rentner hinkommen zum Mittagessen, weil es dort ein preiswertes Essen gibt. Und damit ist der Bahnhof belebt und kein Mensch käme auf die Idee, den Bahnhof zu schließen. Aber die kleine Warnung heißt ja vom Land, also tut jetzt was, weil sonst wird auch kein Zug mehr halten. Dann könnt ihr vielleicht noch das Bahnhofsgebäude nutzen, aber die Menschen bleiben nicht mobil. Also ist das jetzt wirklich realistisch, dass jetzt eine Kommune da noch mal was wuppen kann, bevor die neue Bestellung losgeht? Nun, mit der neuen Bestellung hat das zunächst erstmal wenig zu tun. Aber die Kommunen müssen sich anstrengen, die müssen etwas tun, damit das Bahnhof und das Bahnhofsumfeld attraktiv sind, damit die Leute dort gerne hingehen. Und wenn wir das gesehen haben in dem Beispiel, dass die Bushaltestelle weit weg ist vom Bahnhof, das kostet nicht mehr, die Bushaltestelle woanders aufzustellen, nämlich dort, wo die Leute aus dem Zug aussteigen. Wer hat denn nun Schuld? Also hat da wirklich denn ein Bürgermeister was verschlafen? Hat nicht die richtigen Fördertöpfe angezapft? So ist es. Die Seite des Bahnhofs, die zur Stadt oder zum Ort ist, gehört dem Ort, gehört der Stadt. Und die muss hier was tun, die muss sich hier engagieren, damit eben der Bahnhof wieder das Tor zur Stadt, das Tor zum Ort wird. Wie attraktiv ist es denn tatsächlich für einen Bahnreisenden, dass er vielleicht im Bahnhof noch einen Supermarkt findet oder vielleicht auch noch was anderes? Der will doch aber vor allen Dingen in die Bahn hinein und nicht in den Bahnhof, oder? Gut, wenn Sie starten zur Reise, wollen Sie vielleicht schnell noch ein Brötchen kaufen, Kaffee mitnehmen?
Das ist gut, wenn es angeboten wird. Und wenn Sie zurückkommen, Sie haben was vergessen, Sie wollen schnell noch ein Brot einkaufen, dann ist das für den Pendler sicherlich hochattraktiv, wenn er dort etwas bekommt. Klar. Und der Tourist, der möchte natürlich dann auch irgendetwas Touristisches bekommen, sei es im Spreewald die Gurken, sei es in Halberstadt die Halberstädter Würstchen. Der Parkplatz ist ja auch ganz wichtig, entweder fürs Auto oder fürs Fahrrad. Herr Naumann, nun wissen wir auch in Cottbus ganz groß vor dem Bahnhof, da gibt es einen Erotikanbieter. Sieht so denn irgendwie kreative Wirtschaftlichkeit aus? Man könnte ja behaupten, das sei auch öffentlicher Nahverkehr. aber letztlich gehört sowas nicht in die Bahnhofsgegend. Dann haben wir nämlich genau wieder diesen Begriff des Bahnhofsviertels. Das sollte eigentlich nicht am Bahnhof sein. Hier haben die Gemeinden auch eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass vernünftige Geschäfte, ein vernünftiges Umfeld einfach existiert. Und das kann man tun. Dann gucken wir mal, was getan wird in den nächsten Monaten. Vielen Dank, Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Auch Antenne Brandenburg beschäftigt sich mit der Bahn, und zwar morgen früh gleich zwischen 6 und 10 Uhr. Da gibt es dann auch einen Selbsttest im Regio auf der Strecke von Werder bis Erkner.